und herzlich willkommen zu unserer nächsten Station der Orgelrätselreise durch das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Bevor ich Ihnen diese relativ neue Orgel vorstelle, kommt die Auflösung von dem letzten Mal. Wir waren in der evangelischen Kirche Weifenbach. Diese Orgel wurde in der Orgelbauwerkstatt Böthner im Jahre 1968 fertiggestellt. Und im September 1969 wurde die Orgel in einem festlichen Gottesdienst eingeweiht. Die Orgel hat 14 Register auf 2 Manualen und Pedal, Schleifenwindladen, mechanisches Spiel und Registertraktur. Es ist interessant zu wissen, dass die erste fahrbare Orgel in Deutschland gebaut wurde. Wenn die Leute nicht zur Orgel kommen können, dann soll die Orgel zu den Leuten kommen, haben sie gedacht, die Leute aus der Orgelbaufirma Hoffmann aus Ostheim an der Rhön und bauten 1998 eine fahrbare Orgel in einen LKW hinein. Das wäre was für uns in diese Corona-Zeiten. Damit das Instrument das Leben auf der Straße unbeschadet übersteht, verfügt es über eine spezielle Luftfederung und Niveauregulierung. Außerdem wird die Orgel gegen Insekten geschützt. Da die Traktur der Orgel elektrisch funktioniert, kann der Spieltisch beliebig im Umkreis des LKWs aufgestellt werden und über ein Kabel mit Instrument verbunden. Jetzt zurück zu unserer Orgel. Wie sie klingt, zeige ich Ihnen an einem kleinen Stück mit verschiedenen Registrierungen. Falls Sie wissen, wo diese Orgel steht, schreiben Sie uns auf unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie ein kleines Geschenk. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und musikalisch! Musik